Im 20. Jahrhundert kam es zur Abkehr vom traditionellen Glauben. Da die Menschen erkannten, dass sie vom Affen abstammten und mit dem Zug fahren konnten und telefonieren und im U-Boot tauchen. Sie wandten sich vom Glauben ab, gingen immer weniger in die Kirche und sagten, dass kein Herrgott existiere und dass der Glaube den Menschen in Unwissenheit halte und in die Dunkelheit führe. Sie aber seien für den Positivismus. Der Positivismus war eine philosophische Doktrin, die verkündete, dass das menschliche Urteilsvermögen und das Verstehen des Sichtbaren ein Ergebnis der Natur- und Sozialwissenschaften seien und dass man nur das als Wahrheit annehmen könne, was wissenschaftlich beweisbar sei. Und die Metaphysik sei ausgemachter Schwachsinn. Die Positivisten glaubten an keinen Gott, auch wenn einige anfangs behaupteten, dass ein höheres Wesen existiere, was wissenschaftlich zulässig ist, wenn auch nicht zu beweisen. Aber die Wissenschaftler sagten, dass das Leben ein Ergebnis von Umständen und Faktoren der Umwelt bleibe und Ordnung aus Chaos entstehe. Und sie glaubten an keine Schöpfungsgeschichte, die laut christlicher Tradition vor 6000 Jahren begonnen hatte. Und die Astrophysiker meinten, dass alles nur eine Sache von Quarks, Atomen und Gasen sei und der Weltraum 12 bis 15 Milliarden Jahre alt sein müsse und sich ständig ausweite. Aber man wisse nicht, ob er sich ewig ausweiten oder ob er nicht eines Tages wieder in sich zusammenfallen oder gar explodieren werde. Gläubige Menschen sagten, dass der Mensch ja möglicherweise das Ergebnis von Affen, Quarks, Atomen und Gasen sei, aber das ändere nichts an der Tatsache, dass jemand Affen und Quarks erschaffen habe. Und dass es gar nicht darauf ankomme, ob der Weltraum vor 6000 Jahren entstanden sei oder vor 15 Milliarden, denn wichtiger sei, was vorher war. Und daran reiche die Wissenschaft nicht. Die Astrophysiker sagten, dass zuvor nichts gewesen sei, und die Gläubigen sagten, dass doch genau das in der Bibel stehe. Im Laufe der Zeit verlor der Positivismus an Anziehungskraft, weil die Menschen nicht wussten, was sie mit dem Fortschritt anfangen sollten und mit den U-Booten und der Atombombe. Und sie begannen zu erwägen, ob sie nicht irgendeine Transzendenz ins Auge fassen konnten. Und manche Wissenschaftler meinten, dass wissenschaftlich begründete Zweifel den Herrgott keinesfalls vom Sockel stießen. Und selbst wenn die Wissenschaft keinen Beweis für die Existenz Gottes oder eines höheren Wesens vorweisen könne, vermöge sie doch den Boden für eine wissenschaftlich belegbare Antwort auf jenes menschliche Sehnen zu bereiten, dass nämlich der Sinn des Lebens und Gottes Absichten praktisch identisch seien. Und manche Philosophen meinten, ob der Herrgott zumindest virtuell existent sein könne, was allerdings ein Oxymoron wäre.